Es wurden Steine an mein Fenster geschmissen. Mein Briefkasten wurde abgebrannt. Briefe wurden weggeschmissen, vor der Haustür eiskalt. Ich wurde beschmissen mit Flaschen, als ich auf dem Weg zum Zug war. Ey, das war Next Level. Also ich habe mich dann irgendwann auch gar nicht mehr so richtig rausgetraut und bin eigentlich nur in gewissen Uhrzeiten rausgegangen. So, wenn ich und Dolly rausgehen, es ist kein Tag, wo wir nicht als scheiß Transe, scheiß Schwuchteln, ihr seid ekelhaft. Ich meine, ich war selbst in Köln auf der Scharfenstraße, da warst du nicht dabei. Da wurde ich auch mit einer Flasche Ja. geworfen von in der U-Bahn, so von Leuten. Und irgendwann, ich hatte ja auch die Situation, wo ein Freund von mir angegriffen worden ist, wo wir erkannt worden sind, gibt man sich auch irgendwie selber die Schuld und denkt sich, oh mein Gott, guck mal, ich habe jetzt meine Freundin in so eine Situation gebracht. Ja, meine Freunde, was geil, willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir wirklich komplette, wir haben jeden dabei. Wir haben hier Gypsy dabei. Ich küsse dein Herz, dass du dabei bist. Hallo, Ich grüße auf jeden Fall Rehan Kim, dass du auch dabei bist. Ich grüße Emine, danke, dass du auch dabei bist. Und Dolisha, ich küsse dein Herz. Ich bin auch froh, dass du dabei bist, auf jeden Fall. hallo. Hey, Bitches. Auf jeden Fall, Freunde, heute. Ich weiß, jeder hat unter meinen Videos geschrieben, du machst zu viel Fitna in Ramadan drum und dran. Und ich habe halt leider zu viele Videos vorproduziert, dass ich halt die Videos halt in Ramadan leider rausbringen muss, weil ich mache halt Daily Uploads, Freunde. Und deshalb wollte ich mal so zwischendurch mal wirklich Videos bringen, was euch vielleicht unterhalten könnte. Einfach über Themen reden, wie zum Beispiel jetzt, also mein Thema wäre zum Beispiel allererst, ihr könnt halt auch eure Themen so mit einbeziehen. Zum Beispiel Rehan, also Kim, heißt ja richtig, ne? Im Mein Rehan ist egal. Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel, ich will, dass ihr wirklich eure Fragen halt stellt. Wisst ihr, was ich meine? Wirklich auf Freestyle einfach Fragen reinstellen. Zum Beispiel, Okay. hast du Hass bekommen, weil du dich halt, wie nennt man das, weil du Kopftuch angezogen hast? Ja, normal. Habt ihr meine letzten TikToks ge gesehen? AfD geht richtig ab bei mir. Die sagen alle, ich bin keine Deutsche. Und was? Einer hat geschrieben, wenn ein Pudel unter Wölfen geboren wurde, ist er noch lange kein Wolf. Oh Weil die mein so damit, Gott. weil die damit so Ey, sagen wollten, dass. was hat Herkunft bitte mit Religion zu tun? Like, Nee, what? die finden Absolut das schlimm, gar nicht. weißt du? Ja, die finden das schlimm, weil ich halt als Kopf, also weil ich halt als Deutsche jetzt Kopftuch trage und so, mein Mann ist dunkelhäutig. Also das geht schon richtig ab. Jemand hat geschrieben unter einem TikTok von mir, du bist auf meiner Liste. Also Bruder, ich warte noch, komm, wir können gern, ne, du weißt, wir können gern darüber reden, Damit sind welche die eigentlich alle Liste. bescheuert. Ey, wirklich, was ist denn? Was eine Denkweise, einfach nur, jeder Mensch kann doch das glauben und das tun, was er möchte, solange er niemanden schadet. Und I'm sorry. Ja, true girl. Das stimmt. Da kommt mir Und gerade schon das Bäuerchen hoch von meinem letzten Essen. So, what the fuck? No. Du hast zu viel gegessen heute, ich muss zunehmen für BBR, was los? Ja, cheers. das, also ich finde das auch so krass. Ich habe auch deine TikToks, ich habe alle TikToks gesehen, Freunde. Ich verfolge dich wirklich krass und so. Und Meine? ja, Wie klar. heißt dein TikTok, Schatz? Ich will mir das auch mal Ja, wie heißt anschauen. du? Also pass auf. Rehan.n, das englische und, Punkt Mohammed. Also ich mache das Schick mit mal meinem Mann zusammen. Schatz, schick mal Instagram direkt. So, okay, ich will das mal Okay, sehen. mache ich. Ich slide Ich jetzt in folge dir deine auch. DMs, Girl. Ja, Ja. Interessiert mich aber Girl. auch. Ich würde es auch gerne wissen. Okay, ich slide auch in deine DMs, Ich habe auch Girl. gesehen, you Yeah. better slide. Ich hab auch gesehen, dass selbst. Slap that game, sister. Junge. Okay, Leute, zusammenreißen. Okay, zusammenreißen, Schwester. Schaut sich gut aus. Sag mal bitte ganz kurz. Did I look gorgeous for the camera here? Auf jeden Fall, Just also walk that game. Rehan, ich sag dir ehrlich, ich habe auch ein paar Kommentare gelesen, wie zum Beispiel, und du bist doch eine Deutsche, schäm dich und so. Also, ich sag dir ehrlich, da wollte ich auch ein Video drehen, was das soll, weißt du? Weil zum Beispiel Gypsy repräsentiert sowas wie zum Beispiel, jeder sagt, ja, drum und dran, warum ziehst du dich so an? Was hat ihre Aussehen oder ihr Anziehdinger mit uns zu tun? Wisst ihr, was ich meine? Was sie anzieht. Ja. Weißt du, wenn du so lange du niemanden irgendwie schadest oder jemand was Böses tust, so, what the fuck? Warum interessieren sich dafür Leute, wie man lebt, welche Religion man hat oder ob man überhaupt eine Religion hat? So, das hat niemanden zu interessieren, das ist dein Privatleben und that's it. Ja, Das true. sehe ich Also auch so. ich verstehe das auch zu 100%, weil ganz ehrlich,
Das ist ja auch so, dass, ich meine, Frauen mit Kopftuch werden diskriminiert, LGBT-Leute werden diskriminiert. Und letztens ging auf TikTok auch voll die Runde, da habe ich auch auf ein Video reagiert, auf meinen TikTok, wo jemand gesagt hat, solange Kopftuch nicht akzeptiert wird, akzeptiere ich kein LGBT. Wo ich mir denke, wie krank seid ihr? LGBT-Leute auf Prides kämpfen sogar für Frauen mit Kopftuch, whatever. Und das ist dann Esco. sowas, ich dachte mir so, wie doof können Leute sein? Also solche Denkweisen, die sind halt komplett vertreten, wo man sich denkt, das macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Aber das ist Nee. wichtig, dass du dich trotzdem weiter zeigst und darüber redest, damit die Leute das irgendwann als normal ansehen. Weißt du, was ich meine? Also ich finde halt, guck mal, ne, natürlich, also ich will nicht sagen, dass ich die Aussage verstehe, aber ich glaube, ich verstehe so ein bisschen den Gedanken dahinter. Aber sie weiß ja gar nicht, ob jetzt alle LGBTQ-Leute mich jetzt akzeptieren oder ein anderes Kopftuchmädchen akzeptieren. Deswegen ist die Aussage schon hart. Und ich habe auch gemerkt, dass gerade homosexuelle Leute, Bisexuelle, was auch immer für eine Sexualität, alles, was so ein bisschen anders ist, gerade mehr auch Frauen mit Kopftuch und so weiter akzeptieren, weil die sich damit verbinden, weil die das verstehen, Genau. wie es ist, ausgegrenzt zu werden. Verstehst du, was ich meine? Und Zu deswegen finde 100 ich den Prozent. Fight halt blöd. Es ist halt voll bescheuert, weil wir LGBT sitzen nicht in der Regierung und entscheiden den Kopftuchverbot. Das haben wir so, das ist nicht unser Job, das waren nicht wir. Richtig. Und zu sagen, das ist halt so, aber ich glaube, das ist generell so Propaganda, so okay, wir beziehen irgendwie alles um, gegen LGBT zu schießen, whatever. Aber wir verstehen halt, wie das ist, diskriminiert zu werden für etwas, womit man niemand schadet. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall auch zusammen, ich meine Mutter trägt selber Kopftuch, meine Schwestern, und meine Mutter wurde selber mit Kopftuch diskriminiert. Meine Schwester hat in Kitas keine Jobs bekommen wegen dem Kopftuch, deswegen verstehe ich das Sogar voll. meine griechische Oma trägt Kopftuch, like for real. Maschallah, das ist echt krass auf jeden Fall. Finde ich Und süß. Dolly, jetzt komme ich mal zu dir. Ich habe wirklich gesehen, dass du auch früher sehr, sehr krass gehatet wurdest. Sehr, sehr krass gehatet Dass ich wurdest. von wem denn, Schatz? Also sehr, zum Beispiel, dass du zum Beispiel Von jetzt, wann? aber ich meine, von der Zeit mit der Prinzzeiten, Ah ja. wurdest du auch Aber sehr. hast du das nicht auch so ein bisschen herausgefordert? Also ich sag mal so, das war so das erste, so die erste Hate-Welle, die ich bekommen habe in meinem Leben tatsächlich. Und am Anfang war das schon so ein bisschen so, okay, what the fuck? Aber es hat sich nicht anders angefühlt, wie damals zum Beispiel, als ich gemobbt oder ausgelacht wurde in der Schule. Und ich habe es einfach ignoriert. Und man lernt einfach damit umzugehen, mit dem Hate in der Öffentlichkeit, wenn du als Creatorin, also YouTube-Produzentin beziehungsweise Videos im Internet produzierst. Man muss halt einfach damit umgehen können, sonst bist du leider nicht im richtigen Job. Die zweite Welle mit Merz, weißt du bestimmt auch, Seko, I don't know if you Ja, know that. ich weiß alles. Das war Das verstehe. literally, das war wirklich schon, das war next level. Also das ging auch wirklich bis vor meiner Haustür. Es wurden Steine an mein Fenster geschmissen. Mein Briefkasten wurde abgebrannt, Briefe wurden weggeschmissen vor der Haustür eiskalt. Ich wurde beschmissen mit Flaschen, als ich auf dem Weg zum Zug war. Ey, das war Next Level. Also ich habe mich dann irgendwann auch gar nicht mehr so richtig rausgetraut und bin eigentlich nur in gewissen Uhrzeiten rausgegangen. Und also das war wirklich schon krass. Und dann haben die das auch mal mit dem Handy gefilmt, alles. So, und irgendwann hältst du das halt nicht mehr aus, oder wenn du halt gerade allein unterwegs bist und dich verfolgen ständig irgendwelche Leute. So, manchmal positiv, manchmal negativ, und du weißt es halt irgendwann nicht mehr einzuschätzen. Wirklich, ja, das Komischste von allem, dass du manchmal einfach gar nicht so weißt, okay, ist das jetzt nett oder keine Ahnung. Und ja, Wie bin hast du da halt gefühlt? Also, deshalb. du sagst jetzt zum Beispiel, du konntest nicht rausgehen. Also, hast du auch wirklich Tage gehabt, zum Beispiel, du arbeitest bestimmt, du studierst oder irgendwas. Was hast du da auch vernachlässigt oder wie war das gewesen? Nee, also ich habe schon meine Arbeit, also bin meiner Tätigkeit auch nachgegangen, habe trotzdem weiter produziert und so weiter und so fort. Und ja, und bin auch meinen anderen Beruf nachgegangen, tatsächlich ganz normal. Aber ich halt sonst nicht so rausgetraut, dass ich jetzt hier so abends mit meiner Cousine rausgehe und da irgendwie mal einen Spaziergang mache oder ins Fitnessstudio gehe. Das war halt schon so, okay. Komm, wir machen das lieber irgendwann anders oder wir gehen das irgendwie mit dem Auto erledigen. Trotzdem, es war halt irgendwann wirklich echt einfach unangenehm, tatsächlich. Also diese Merch-Hate-Phase war literally das eine der krassesten Dinge, die ich hatte in meinem Leben.
Also wirklich, ich erinnere mich auch dran, wo ich mit einer Flasche beschmissen wurde vorm Hugos und einer gerufen hat, du dreckst dran, so verreckt.